Okay, es geht weiter mit dem Total-Cäsar. Ach so. Wahrscheinlich war das so gedacht, dass wenn ich gegangen wäre, dass sie dann immer noch den Tatian-Chip haben, um sicher zu gehen, dass der hier dann reinkommt. Und dass man den Platin-Chip also nicht einfach verschlampern kann oder so. Wer ist der Juri dran wollt? Klingt ja schrecklich. Was? Oh nein, das ist voll nervig verstrahlt. Ich dachte, Sie hätten mich bei Ihrem ersten Besuch des Strips im Lucky 38 aufgesucht. Oder nachdem Sie Benny getötet hatten. Sie lehnen mit meiner Einladung eine ziemliche Ehre ab. Sie wären die erste Person, die seit mehr als 200 Jahren das Lucky 38 betreten würde. Aber nun sind Sie doch hier, wo ich Sie haben wollte. Ich war mir sicher, dass Caesar Ihnen den Platin-Chip zurückgeben würde. Sicher wissen Sie, dass ich Robert Edwin House bin. Präsident? Genau. Ich leite die Sanierung. Das. Der Plan. Sie müssen die Daten manuell vom Chip in den Hauptcomputer der An. Es gibt eine Komplikation. Daher kann ich auch die Sicherheitsbots nicht deaktivieren. Hören Sie mir mal gut zu. Ich habe zu lange auf diesen Augenblick gewartet, um ihn mir von Ihnen aus einer Laune heraus verderben zu lassen. Befolgen Sie meine Anweisungen und Sie werden... Dann wird es keinen Ort mehr geben, an dem Sie sicher sind. Ach echt? Ja, da kommt ja ein Dummy-Protektron. Ich fürchte, hier werde ich Redder-Base brauchen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier überhaupt lang muss. Hä? Toll. Da sind bestimmt diese verpackten Securitrons, stimmt's? Ja, die Tür geht ja gar nicht. Das war anscheinend so eine Abkürzung. Da kommt schon wieder ein Dummy-Protektron. Nein, da kommen mehrere. Natürlich ist es so oberbackig, dass es keinen Get-Hit-Sound gibt, wenn man getroffen wird. Der alten Herrsche ist. Vor allem sind ja ganz viele grüne Punkte auf dem Radar, die wahrscheinlich Securitrons darstellen sollen. Den ich aber keine Ahnung habe, wo sie sind. Findet mich jetzt endlich! Er schießt! Dauerhafter Widerstand ist ungesetzlich. Wer zum Teufel hat diese Synchronstimmen gesprochen? Dem werde ich was erzählen. Diese Stimmen gehen nicht! Fallout 3 hat viel mustergültigere Stimmen für die Bots. Arsch offen oder was? Tatsächlich. Und zwar total sogar. Na klar, verschwindet der praktisch in einem schwarzen Nebel. Keine Ahnung, was das soll. Abgeballert. Na, da kommt noch so einer. Und die drehen sich ja ultra schnell. Na klar, ich habe einen Arm verloren, super. Dann bildet er sich jetzt aber wieder. Ich hab nur noch 11 Arztkoffer. Ach nee, ich gebe dir gleich keine Bewegung. Vielleicht soll ich einfach rumballern, weil die nämlich nerven. Oh, sieht das viel ab!
Ey! Wenn ich bloß endlich mal noch ein Level schaffen und auf die Weise meinen Waffenlos-Skill verbessern könnte. Damit die Power Force nicht mehr so unsäglich lahmärschig ist. Ach nee, ich geb's dir, du. Boah, das hat mich aber nicht getroffen. Und wenn's getroffen hat, dann muss man's hören. Das ist so ein Bullshit. Fallout 3 gäbe sowas niemals. Da kriegt man immer ganz eindeutig gesagt, dass man jetzt getroffen worden ist. Soll jetzt der ganze Dungeon so gehen, oder was? Da habe ich ja Bock drauf. Okay, wahrscheinlich muss ich den zerschießen, stimmt's? Na klar! Was greift es aber auch nicht einfach mal ein bisschen schneller an, verdammt nochmal! Okay, das war eins von drei Zielen, die ich hier habe. Ich geb dir einen gesetzestreuen Bürger mit so einer schrecklichen Bastardstimme, die ein Protektron eigentlich gar nicht hat. Oh nein! Kommen ganz viel. Was war das denn? Och nö! Wieso gibt's keine gottverdammte automatische Waffe in diesem Böb-Spiel? Ja, das Teil. Funktioniert zumindest einigermaßen. Wo so nein? Rechnet doch keiner mit. Das war noch so ein Nervteil ist. Wenn ich nämlich keine Lust auf die verdammte Böb-Explosion hat, mache ich das jetzt so. Vielleicht werde ich anfangen müssen, Rad-Away zu benutzen. Mal sehen, wie viel ich davon überhaupt habe. Oh Gott, mal sehen. Das ist viel zu wenig. Was? Soll ich diese Gyrotrons auch noch verbessern? Will ich natürlich nicht. Toll. Sag mir, wo ich lang war's. Ja, er schießt. Da ist noch so ein Teil. Komm! Ja, kommt so komische Durchsagen. Was? Ey, ich will nicht, dass meine eigenen Körperteile verkrüppelt werden, ihr Arschi. Geschlagen. Natürlich muss ich raus, stimmt's? Kommen aber wahrscheinlich diese Bugbox. Ja, tatsächlich. Das ist ja abnormal. Wir rennen jetzt aber einfach durch alles durch. Mir wohl folgen werden. Sieht aber nicht so arg danach aus, oder? Sie haben Caesars Willen ausgeführt.
Ach nö, warum müsst ihr mir denn immer meine Waffen wegnehmen? Ihr Bitches. Leute. Soll ich denn dann meine Waffen an diesen Typ da verkaufen? Sowas von Schitte. Gurkenprogrammierer-Mofos. So ein loses Teil benutzen die von der Legion. Die sollen aufhören, mir immer meine Waffen wegnehmen zu wollen. Er schießt. Einfach raffen, dass ich zu denen gehöre. Und dass ich hier verdammt nochmal meine Waffen bei mir haben kann. Ave, Caesar treu ergeben. Vor kurzem habe ich eine Erschütterung des Bodens gespürt. Ich nehme an, das bedeutet, dass sie ihren Auftrag erledigt haben. Dann machen wir mal weiter. Wie schon erwähnt, möchte ich, dass Mr. House aus dem Spiel genommen wird. Auch Sie profitieren von seinem Tod. Wenn Sie wissen, wo Sie ihn finden. Gut. Ich weiß nicht, wie die sich... Ah, okay, das lässt sich über 100 erhöhen, zum Glück. Ja, natürlich habe ich einen Punkt zu wenig, um die Skill-Anforderung zu erfüllen. Was? Steampacks? Steampacks gibt's natürlich nicht. Hä? Achso, es ist immer noch das. Na, was zum Teufel soll ich nehmen? Das wäre wahrscheinlich gut. 25% mehr Schaden mit ziemlich vielen verschiedenen Waffen. Nehme ich das doch einfach mal. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Caesar treu ergeben. Solange Mr. House noch lebt, haben wir nichts miteinander zu tun. Toll. Eigentlich bräuchte ich neue Streiche. Ach so, ich habe ja auch so eine total nervige Strahlenvergiftung. Moment mal, war das jetzt richtig? Anscheinend schon. Aber die Ergie soll mir meine Waffen wiedergeben. Vor allem soll der Quest nicht fehlschlagen, nur weil ich versuche, sie mir so wiederzuholen. Das ist ja mal schlecht programmiert. Sie dürfen weitergehen. Aber Sie halten Ihre Besitztümer zurück, wenn Sie diesen Ort wieder verlassen. Ja, wenn ich jetzt nämlich versuche, hier sich das Zeug wiederzuholen, dann war es das ganz einfach. Ein weiterer Tod auf meinen Namen! Das ist so cheaterig, ey. Dass ich nicht mal die Waffen wiederholen darf. Aber sind Sie bereit? Ach nee, ich konfisziere euch auch gleich. Konfisziere gleich den Ort, wo dieses Spiel hergestellt worden ist. Also
Obsidian Game Studios oder wie auch immer der Blödsinn heißt. Die von Obsidian können es einfach nicht. Das sind die absoluten Vollnobs. Die wissen nicht, wie man ein richtiges Fallout-Spiel programmiert. Fallout 3 ist das einzig wahre Fallout. Und nicht dieser Gurkenquatsch von Fallout 1 und 2, der im Grunde genommen Pokémon ist. Die ersten beiden Fallout sind Kleinkinderspiele. Es dauert auch so ewig, sich da wieder hochzugluckern. Aber natürlich auf jeden Fall auch diese verdammte Strahlenvergiftung weg. So, jetzt bin ich wieder da unten. Soll ganz da hoch zurück. Toll. Ohne Schnellreise wird es ein bisschen dauern, bis ich da wieder bin. Toll wär's ja, wenn es hier einen Arzt gäbe, der die Strahlenvergiftung wegmachen kann. Da ist so ein Hauptquartier, mal sehen, was da drin ist. Das wird ein Hauptquartier sein. Wir werden hier gegen unsere... Aber sie sind gekommen. Hey, wieso zum Teufel soll ich die denn befreien? Wir werden schon irgendwas angestellt haben. Zum Beispiel könnte es sein, dass die bei der RNK waren. Aber jetzt muss ich so einen ewig weiten Weg laufen. Und dann habe ich auch noch Strahlenvergiftung, toll. Man hört, dass die Verderbten bei Fallen Hope um ihr Leben gebettet haben. Na klar, es geht's da nicht hoch, stimmt's? Auch in Skyrim so dauernervig. In diesen elenden Gebirgen, wo man nicht hoch kann. Na, immer so Trittsteine suchen muss, um doch hochzukommen. Das scheint hier auch so zu sein, super. Die Idee haben sie also aus Skyrim geklaut. Na großartig, ich muss außen rum gehen, stimmt's? Da hab ich ja Bock drauf. Weg! Muss jetzt allerdings ein bisschen mehr drauf achten, wie groß die Videos werden und wie viel Platz noch ist. Warum will er denn andauernd nicht weiterlaufen? So steil ist es hier doch gar nicht. Sie
Sie gehören zwar nicht zur Linie, haben uns aber immer wieder unterstützt. Bei unseren Angriffen erbeuten wir oft für uns nutzlose Gegenstände. Ich verrate Ihnen jetzt, wo wir diese Gegenstände einlagern. Beachten Sie, dass alles, was sich dann noch in der Kiste befindet, endgültig vernichtet wird. Bleiben Sie ein Verbündeter der Legion. Ja, und wo ist diese Kiste? Keine Ahnung. Klingt aber sowieso cheaterig, wenn das Zeug ist, das immer wieder respawnt. Wahrscheinlich werde ich ein neues Video anfangen, sobald ich auf dem Strip angekommen bin. Und das nächste Video wird dann für heute erstmal wieder das letzte sein. Da wird eh wieder so viel davor gedreht. Nämlich zu diesem Zeitpunkt ist das erstmal... ist einschließlich Nummer 12 hochgeladen, aber das hier ist schon 24 oder so. Ach nö! Weil das natürlich schon wieder die Waffen nicht sieht. Weil nämlich die Hotkeys weg sind. Na klar! Sieht es so viel ab, natürlich! Jetzt wird Zuckertypi, wenn du mich fragst. Wie soll ich denn da erst nicht getroffen werden? Na klar! Nein! 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 Jetzt gibt es natürlich diesen Vollbug, dass man hier nicht durch kann. Und ich bin ja sogar nah dran, TCL einzugeben, obwohl es der unverzeihliche Cheat ist. Weil es hier nämlich lang gehen muss. Hier ist ganz freies Gebiet, da muss es lang gehen. Aber natürlich tut es das nicht. Hurra! Spitzenklasse. Für dieser Bullshit! Vor allem, der Typ schreit ja doch auf, wenn er getroffen wird, aber nur ganz selten. Das ist ein Mist hier. Weil es obergecheatet ist. Pfeife ich da jetzt einfach raus, allerdings packt da jetzt alles rum, stimmt's? Ich darf verdammt nochmal hier langlaufen. Und weil es viel zu umständlich wäre, die Bastard-Idioten-Hindernisse wegzunehmen, habe ich jetzt den unverzeihlichen Cheat reingeknallt. Hier verbietet keiner da lang zu laufen, wo ich langlaufen will. Klar, ich könnte es zurechtmodden, aber weißt du, wie lange das dauern wird? Du müsst jede einzelne solche Bastard-Kollisionsbox entfernen. Na klar, da kommt ein Ghoul oder so irgendwas. Was ist das, ein Leuchtender? Ey, du hast doch den Arsch offen! Das hat mich nicht getroffen, ich war schon ganz weit weg wieder. Buuuus! Sterb, du alter Bastard, ey! Du Dreckiger! Du kleiner Stinker! Ach, Mann! Ey, ich ratsch dich jetzt aber, du! Gut gemacht. Ja, ich weiß, ich bin ein ehrloser Köter, der TC lang gegeben hat, aber die können mich jetzt einfach mal, und zwar sowas von am Arsch. Die verhindern nicht einfach, dass ich da langlaufe, wo man langlaufen kann. Entweder bauen die da eine richtige Barrikade ein oder die haben halt eben Pech gehabt. Ich ja nichts dafür, die von Obsidian sogar zu blöd sind, um eine Barrikade zu bauen. Dieses Spiel geht einfach nicht. Das ist absoluter Vollmist. Ich freue mich schon drauf,
für heute mit Video aufnehmen wieder fertig zu sein und dann endlich wieder eine zünftige Runde Fallout 3 spielen zu können, wo alles mustergültig ist. Also okay, da gibt es natürlich auch diese Bug-Kollisionsboxen, die müsste ich auch mal wegmodden, aber da gibt es längst nicht so unsäglich viele überall. Das ist also doch nichts hier. Jetzt muss ich hier nämlich den ganzen Weg ablatschen. Wegen so Cheetah-Geckos. Da sind aber nur ganz wenig Striche und Vergrüppelungen. Nur die blöde Powerforce mal schneller schlagen wird. Aber wahrscheinlich ist es nämlich sogar so ganz nervig, dass man die Anforderungen ganz genau erfüllen muss, sonst wird's nix. Stärke 5 müsste ich allerdings haben, oder? Ja. Es fehlt ein dödeliger Bastard-Skillpunkt. Man weiß, es sind jetzt allerdings sogar Bläff gegen schwierige Gegner, weil ich nur 3 Striche habe. Und eine Powerfaust, die nicht losgeht. Beziehungsweise die sogar mehr als einen Schlag für eine Bläffliege braucht. Unglaublich. Diese Bug-Großhörner, die dann so oberbackig und eklig explodieren. Geh weg, du! Ich hab zwar nicht mehr viele Striche, aber ihr habt trotzdem keine Chance gegen mich. Das Viech ist normal gestorben. Aber da gab es natürlich wieder den Fehler im Spiel. Da gab es den Fehler jetzt wieder nicht. Ich finde eigentlich, ist es mit diesen Großhörnern sogar so buggig, dass sie als Indizierungskriterium dienen müssten. Also wegen den Großhörnern gehört das Spiel in Deutschland indiziert, wenn du mich fragst. Beziehungsweise nicht nur deshalb natürlich. Nur Vegas gehört generell indiziert wegen Volksverdummung. Nur Vegas gibt's ganz einfach nicht. Keiner kann sich nur Vegas ausdenken. Nur Vegas kann nicht existieren. Wer zum Teufel hat sich das mit dieser beschissenen Arschloch-Uncut-Version ausgedacht? Sowas gehört in Deutschland verdammt nochmal verboten. In Fallout 3 hat man es doch auch verboten. Warum also hier nicht auch? Warum war man da so unfähig? Unfähig bis zum geht nicht mehr. Ich will gar nicht wissen, wie viel Bestechungsgeld da geflossen ist. Und der Hunger kommt mir gerade recht, weil dadurch in Anführungszeichen darf ich jetzt wieder ein bisschen von diesem Mais essen. Das ist sowieso nützlich, weil ich dann nämlich wieder Striche habe. Ach du Backgroßhorn, ey! Du Fehlervieh! Wer auch immer sich da bestechen gelassen hat, dass eine Uncut-Version in Deutschland erlaubt wird. Gehört in die Großhorn-Kacke geworfen. Was? Oh nein, es kommen Viper, Herr Schimisi. Nee, noch viel schlimmer. Es kommen Oberbastarde, die mich straffen, dass sie hier überhaupt nichts zu suchen haben. Oh, und das hat mich nie getroffen. Ich war ganz weit weg von dem. Aber auf jeden Fall wird es nämlich so total bastardig, dass diese unsterblichen RNK-Obermacker kommen, gegen die ich keine Chance habe. Was so viel heißt wie, ich muss fliehen. Weil man die nämlich nicht tot kriegen kann.
Das habe ich ja gesehen. Komm hier, Unholde. War anscheinend doch nichts. Nee, noch mehr von den Viechern. Solange ich nicht von denen gekillt werde, könnte ich sogar Glück haben, dass die dann auf die RNK-Bastarde losgehen. Jetzt wuscheln die da überall rum. Und natürlich kann man die nicht treffen, ohne selber getroffen zu werden. Hey, doch. Erstaunlich. Da hinten rennen diese RNK-Oberbastarde rum. Die wertlosen Drecksäcke. Vielleicht soll ich eine Rüstung von denen anziehen. Obwohl es jetzt wahrscheinlich nicht mehr funzen wird. Oder? Das wird jedenfalls wieder als neutral angezeigt. Na klar, natürlich war der jetzt auf einmal wieder da. Wow! Es wird ganz cheaterig. Warum lasst ihr mich nicht einfach in Ruhe? Ich habe euch doch niemals was getan. Rino! Nein! Vor allem kommen da jetzt ganz viele. Habe ich keine Chance. Wimmel, wimmel! Oh nein, guck mal, wie viele da kommen. Hat man ja gar keine Chance. Vor allem nicht mit so einer Drecks-Engine. Diese Engine ist der letzte Bullmüll. So ein elender Vollmist. Ich frag mich, ob die mich unendlich verfolgen oder ob die irgendwann wieder aufgeben. So wie es nämlich in Fallout 3 war. Aber anscheinend wollen die mich wirklich tot haben. Das ist so cheaterig, dass man nicht rauszoomen kann. Na, natürlich können die auch da hoch, ist ja klar. Wo man das so eigentlich bringen muss. Oh, und warum läuft er nicht schneller? Dieser Vollnob. Was? Ich war doch weg. Leck. Das Video ist aber eh viel zu riesig.